Jetzt sprechen wir über Thomas Reis, den Trainer des VfL Bochum. Wird viele überraschen, wieso der plötzlich aktuell wackelt beim VfL. So hat Sportbild es am Mittwoch enthüllt. Denn Thomas Reis, Herr Reif, das ist einer der Heldentrainer der letzten zwei, drei Jahre, hat Bochum erst gerettet vom Abstieg, um dann im nächsten Jahr direkt aufzusteigen und einen tollen 13. Platz zu erreichen mit dem VfL. Inklusive zwei Spielen, die auch kein VfL-Fan je vergessen wird. Die Bayern zu Hause 4:2 geschlagen und auch in Dortmund mit 4:3 triumphiert. Wie kann sowas plötzlich bröseln? Naja, also die ganze Geschichte kenne ich auch nur aus zweiter Hand. Da ist irgendwann mal Ende letzter Saison, glaube ich, war der Schalke dran und im Gespräch. Schalke wollte ihn haben und er wäre auch gern zu Schalke gegangen. So, das kann ja sein. Und dann gibt es natürlich bei so einem Club wie Bochum, die es nicht gewöhnt sind, dass Trainer kommen und gehen und manchmal, sondern dass, wenn die heile Welt mal heile ist, dass man die gerne heile hätte. Und dann geht einer, möglicherweise ist da die Verletztheit, die enttäuschte Liebe größer als anderswo. So versuche ich mir das gerade zu erklären. Und dann ist eben die Frage, und das weiß ich nicht, wie sind Sie intern mit sowas umgegangen? Ich würde, pass auf, ich habe ein Angebot von Schalke. Das ist doch noch eine Nummer größer, das versteht ihr doch. Nee, verstehen wir nicht. Doch, lass mal. Und dann, nein, du hast einen Vertrag, du gehst nicht. Das soll es ja geben, dass es Verträge gibt und man nicht einfach sagt, wie kriege ich einen raus aus dem und alles dieses Zeug mit Bonus und nicht Bonus, sondern ganz einfach, du, hier steht's, wir machen es so, wie es da steht. Wie im normalen Leben eigentlich. Und da müssen Dinge passiert sein im Umgang offenbar, die nicht gut sind. Und dann geht man in die neue Saison und dann geht alles nicht so von alleine. Ob das daran hängt, wage ich zu bezweifeln. Wobei auf der anderen Seite, die Bochumer spielen guten Fußball. Ich habe mir ein paar Dinge angeguckt. Das ist nicht so, dass die völlig zusammenfallen in diesem Jahr im Vergleich zur letzten Saison. Aber die Ergebnisse stimmen nicht. Ob das damit zusammenhängt, dass die Spieler kriegen ja alles mit. Und die neigen ja eher dazu zu sagen, an mir hat es nicht gelegen, dass wir verloren haben. Die sollen das mal oben. Kein Wunder, was da im Club los ist. Mit dem Trainer klären, so kann man ja kein Fußball spielen. Und all dieses Zeugs. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, wenn ein Club wie Bochum, der so auf Naht dann genäht ist in der ersten Liga und wo alles klappen muss, damit man drin bleibt, Punkt, nicht mehr, nicht weniger, wenn der sich eine solche Diskussion erlaubt, also da zucke ich so zusammen und denke, nee, Leute, das ist damit zerlegt ihr alles jetzt. Viel mehr als nur jetzt in so eine Momentgeschichte und dann einigt man sich wieder. Das seid ihr nicht, das dürft ihr gar nicht sein. Wenn ihr euch auf solches Parkett begebt, das ist nicht eure Welt. Das lasst mal die anderen, die Großen machen. Das ist nicht eures. Wenn ihr das macht, geht mehr kaputt in der Relation als anderswo. Ist ja auch eine große Herausforderung, denke ich, für den Verein, das jetzt mit den Fans zu kommunizieren. Denn die haben ja eher, vermute ich, die Sicht, das ist der Mann, dem wir in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel zu verdanken haben. Und möglicherweise gibt es ja trotzdem auch in der VfL-Geschäftsführung zu Recht eben eine Enttäuschung darüber, wie Reis da vorgegangen ist. Denkbar ungünstige Situation für Bochum, jetzt diesen Abstiegskampf weiter zu gestalten, wenn nicht die alte Lehre, schnell Siege gelingen. Ja, und ja, spätestens jetzt haben es auch die Spieler mitgekriegt, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt hatten, dass hier irgendwas nicht läuft. Ich habe mich auch gewundert, Sportdirektor Schinzilords weg und so, das alles. Ich habe das alles nicht so richtig verstanden. Aber ich dachte, ach komm, die Bochumer werden schon wissen, die werden sicher keinen Quatsch machen, weil sie ja wissen, wir dürfen keinen Quatsch machen. Und jetzt machen sie es aber so richtig und öffentlich, und das lässt sich auch nicht mehr deckeln. Und die Fans dort sind wichtig in diesem ganzen Gebilde. Nochmal, so ein Club wie Bochum, wenn der Erstliga spielen will, muss alles funktionieren. Und das tut es. Und wenn es nicht funktioniert, derzeit wird es mit der ersten Liga sehr, sehr schwer. Deswegen am Wochenende sind wir einen ganzen Schritt weiter, weil dann wirst du sehen, was wir diese Woche alles lesen können, wie sich das dann auf dem Platz abbildet. Ein Trainer ist schon geflogen, und zwar in der Premier League. Das ist Scott Parker gewesen, der bei Bournemouth zuletzt
0:9 gegen Liverpool verloren hatte. Und eine ähnliche Geschichte hat wie Reis, denn ist der Aufstiegstrainer, also einer, der den Verein erst dorthin geführt hat, wo sie jetzt sind. Und Jürgen Klopp, dem Scott Parker dieses 0:9 zu verdanken hatte, hat sich zu seiner Entlassung dann sehr, sehr kritisch geäußert. I was very surprised. Ich war sehr überrascht, sehr überrascht. Ich denke, Scott ist ein herausragender Trainer. Der Aufstieg erst mit Fulham, später Bournemouth, das ist eine super Leistung. Dann hast du 4 Spiele, 3 davon sind Arsenal, City und Liverpool. Und dein Clubbesitzer sagt dir, mach's gut. Das ist ziemlich hart. Ja, also Klopp wirbt da nochmal für den gefeuerten Kollegen, dass das aufgrund des harten Anfangsprogramms nicht nachvollziehbar wäre. Hättest du deiner Mannschaft gesagt, hört auf bei 5 und haut ihn, macht sie nicht mit 9 zu Kleinholz, dann hätte das... Das ist die Psychologie der hohen Niederlage dann auch, die damit reingespielt hat aus Ihrer Sicht? Ja, ja. Also Bournemouth ist sicher, die haben alle mehr Geld als bei uns einige Erstligisten, weil andere Fernsehgelder gezahlt werden in England. Also so ein Aufsteiger kann da anders. Aber in der Relation zu Liverpool so sind sie halt ein echter Aufsteiger. Und das kann so nicht. Und dann kriegst du 9 Stück und dann sind die ganzen Träume, dann werden die dann doch zerlegt. Und dann weißt du, oh, das wird eine furchtbare Saison. Dass sie jetzt schon durchdrehen und sagen, dann neuer Trainer. Ich bin mal gespannt, was neuer Trainer mit diesem Club und mit diesem Kader dann machen kann im Vergleich. Gut, die Gegner werden nicht mehr ganz so hochkarätig sein. Dennoch, ja, es ist ein Reflex. Mal gucken. Schauen wir, ob es Reflexe auch in Bochum gibt an diesem Wochenende gegen Werder. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Thomas Reis und den VfL.